Hallo und herzlich willkommen zurück bei Plague Tale Requiem. Am Ende der letzten Folge wurde das Boot der Familie Ruhm von den Schergen von Anu geändert. Und nun müssen wir das Boot befreien, es ist hier vertäut, oben an dem Baum, den wir hier links haben. Und ich denke, Amicia wird gleich die Gelegenheit bekommen, ihre neue Armbrust, also Josses Armbrust, noch einmal auszuprobieren. So, na dann verlassen wir mal hier das Boot und stellen uns mal auf das Schlimmste ein. Du kannst dir alles erlauben, hä? Wir haben da oben einen Bogenschützen. Und jemand hat uns fast mit einem Speer erwischt. Nehmen wir für den mal die Schleuder, sobald er nochmal geworfen hat. Wo ist euer Anführer? Wo ist dieser Anno? Komm und kämpf! Und wir nehmen mal wieder die Armbrust. Wir haben hier einen Bolzen mit uns. Den sollten wir mal schnell einstecken. Das war knapp. Da oben schon wieder ein Bogenschütze. Der hat aber zum Glück jetzt hier nur den Baumstamm getroffen. Wir nehmen mal die Schleuder in den Anschlag. Und klettern jetzt rüber und rennen mal nach vorne. Hier ist nämlich Deckung. So, und dann versuchen wir den Kerl mal zu treffen. Los! Ihr werdet doch mit einem Mädchen fertig! Ja, kommt! Ihr könnt was erleben! Da kommt ein weiterer. Da soll meint er der Deckung vorkommen. Das hat geklappt und wir können weiter vorrücken. Da ist wieder ein Bogenschütze. Ich krieg dich, Süße! Nicht nachlassen! Muss ihn erledigen! Und da kommt einer mit dem Helm. Da brauchen wir jetzt die Armbrust. Ich stopf dir dein Maul mit deinen Eingeweiden! Ich töte sie alle, Arno! Ich bringe es zu Ende! Da lehnen wir jetzt den Bogenschützen da oben. Nein, wir warten noch ganz kurz. Hat gerade gespannt den Bogen. Jetzt. Das waren alle. So, ja, das Boot. Ich muss die Seile kappen. Okay, dann müssen wir jetzt da hoch. Jetzt schauen wir uns aber erstmal die Kerle an, die wir hier erledigt haben. Vielleicht hat einer etwas dabei, das wir einsammeln können. Sieht nicht so aus. Okay. Dann schauen wir uns hier einfach bei den anderen noch um. Hier vorne müssen noch weitere. Hier liegt etwas, das wir einsammeln können. Sah wie Salpeter aus. Ja, war Salpeter. Da drüben ist ein Topf mit Teer. Den hätten wir sicherlich auch nutzen können. Vielleicht mit einem Brandbolzen. Nun gut. Wie viele Bolzen haben wir jetzt eigentlich? Wir haben zwei Bolzen. Mal kurz zu sehen. Und wir gucken uns hier mal in Ruhe um. Vielleicht können wir noch etwas anderes finden. Vielleicht liegt hier irgendwo etwas, das wir einsammeln können. Da ist doch was. Hier ist ein Beutel Stücke. Eingesteckt. So, schauen wir uns mal weiter um. Da drüben scheint eine Klettermarkierung zu sein. Wir kommen aber nicht hoch. Gut, wir müssen ja eigentlich sowieso da drüben zu dem Baum. Na, dann machen wir das mal. Schauen wir uns hier aber weiter um. Vielleicht können wir noch irgendwas finden. Hier war doch auch irgendwo der Bogenschütze. Da oben liegt er. Er ist allerdings nicht runtergefallen. Also brauchen wir bei ihm nicht gucken. Also können wir bei ihm nicht gucken. Und für uns geht's wohl hier weiter und erstmal hier hoch. Und dann kommen wir jetzt wohl an den Baum. Nicht so schnell. Na, was willst du jetzt tun? Nein! Ich bin hier. Zeig mal, wie du gegen meine Rüstung ankommen willst. Warum bleibst du zurück? Lauf! Du wolltest doch, dass ich komme. Häng ihn erst ab, dann zu den Seilen. Schau dich an, so unvorbereitet. Du bist gut im Töten, das muss ich dir lassen. Aber was jetzt? Einfach nur entkommen. Nicht anhalten! Wer tötet, muss bereit sein, getötet zu werden. Nur fair, oder? Keine Panik! Hör auf zu zittern! Lass dich nicht erwischen! Wir sind dem Kerl erstmal entkommen. Das war Anno, definitiv. Gut, na dann versuchen wir mal zum Boot zurückzukommen. Wir haben das noch nicht befreit. Ich muss zurück! Ich kann es schaffen!
das Boot! Ja! Na, Wetterausblick? Nein, nein! Fahr zur Hölle! Was ist los? Ich dachte, du wolltest sterben. Genau. Versteck dich, das passt zu dir. Ich kriege dich sowieso. In Sicherheit. Erstmal atme. Wir sind dem erstmal entkommen. Das war allerdings gerade eben recht knapp. Meine Güte. Gut, schauen wir uns mal hier um. Wir sind in irgendeiner Höhle gelandet. Aber der Kerl wird da draußen noch rumstreichen. Gut, schauen wir uns mal um, ob wir irgendwas Brauchbares finden können. Sieht erstmal nicht so aus und wir müssen uns wohl hier drunter durchdrücken und dann irgendwie zum Boot zurückgelangen. Das Mädel ist hier irgendwo. Seht zu, dass ihr sie findet. Wo willst du hin? Ich schnapp mir ihre Familie, damit lock ich sie raus. Nein, Dreckskerl! So, wir sind vor Arnaud geflohen und sollen jetzt das Boot vor ihm erreichen. Jetzt haben wir hier eine Möglichkeit, irgendwo drunter durchzukommen. Nutzen wir die doch auch mal. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas finden können. Wir haben erstmal eine Art Höhlengang gefunden, würde ich sagen. Gucken wir uns hier mal vorsichtig um. Hier scheint niemand zu sein. Und wir sind wohl in einer Art Schlucht jetzt. Machen wir es kurz, Mädchen. Komm raus. Ich tu dir nicht weh. Ehrlich. Ich muss vor ihm beim Boot sein. Schneller, verdammt. Halt ihn auf. Und dann nimm was jetzt. Hier sind zwei Soldaten. Einer mit Helm, einer ohne. Ich glaube, die müssen wir ausschalten. Oder wir gucken mal, wo dieser Gang hier hinführt. Direkt zu ihnen, so wie es aussieht. Dann nehmen wir mal die Armbrust, würde ich sagen, für den da. Den können wir ja anders gar nicht ausschalten. Unter all dem stecken die. Und dann nehmen wir mal die Schleuder. Der müsste ja auch jetzt hier ins Sichtfeld kommen. Der andere, da ist er. Der hat nichts mitgekriegt. Hat er auf jeden Fall nicht mitgekriegt, was ihn erledigt hat. So, schauen wir uns hier mal weiter vorsichtig um. Wir gucken uns mal die beiden hier an. Die haben aber wohl nichts fallen lassen. Wir können auch leider den Bolzen nicht wieder einsammeln. Schade eigentlich. Da oben ist eine Brücke. Wir schauen uns mal vorsichtig um. Ich erwarte irgendwie, dass hier gleich irgendwer auftaucht. Na, vielleicht sollten wir versuchen, irgendwie hier durch die Schlucht einfach zu rennen. Vielleicht wäre das ja ganz sinnvoll. Probieren wir das mal. Nein! Da! Schnell auf! Zu weit weg. Nein, rühr sie nicht an, sonst... Biko, Lukas, schneller! Kein Schritt weiter! Oh, genug gespielt für heute? Ich zeig dir ein Spiel. Anisia, nein! Halt, sonst seid ihr auch dran! Wir müssen ihr helfen. Letzte Lektion. Wenn du das Risiko suchst, musst du besser sein. Ah, Ego! Na, sieh mal an. Verstärkung. Ruhig, sie sind weg. Du wirst doch nicht sterben. Nein. Komm zurück. Wir haben nicht viel Zeit. Was hast du vor? Amicia! Amicia! Was tust du? Was tust du da? Thank you.
Wie wäre es, wenn wir in See stechen? Nur du und ich. Finden wir deine Insel. Kapitel 6. Alles zurückgelassen. Sie wissen gar nicht, wie man ein Boot steuert. Hm? Mama und Lukas. Oh, sie schaffen das schon. Niemand ist klüger als die beiden. Es blutet wieder. Ja, wir sollten uns darum kümmern, bevor es sich infiziert. Da drüben gibt es Wasser. Ja. Ist das deine Insel? Ja. Die sehen aus wie Zähne. Eine Zweizahninsel. Ich glaube, ich habe sie schon mal gesehen. Auf einem Gemälde. In Vaudans Labor. Sie ist also echt? Ich mach das. Sei bitte vorsichtig. Ja. Fertig. So schnell? Ha. Dankeschön. Du bist gut darin. Und ohne dir weh zu tun. Hast du gut gemacht. Also, mein Herr, wir müssen eure Insel finden. Ja. Amicia hat sich eindeutig entschieden. Sie ist auf Igors Seite, um die Frage von Beatrice zu beantworten. Das ändert ein bisschen damals an den ersten Teil, als wir das Anwesen der Runes hinter uns gelassen haben. Nur das hier ist bei weitem schöner. Eine wundervolle Szenerie. Ich würde sagen, wir schauen uns hier erstmal ganz in Ruhe um und genießen diesen wunderschönen Tag hier im Wald nach diesen Ereignissen hier. Anno hat ziemlich fest zugeschlagen. Ich bin ja nur froh, dass Amicia so schnell wieder zu Bewusstsein gekommen ist. Hier sind auch Schmetterlinge. Das ist ja wirklich wundervoll gemacht. Und wir sehen The Plague Tale Requiem mal in einem ganz anderen Licht. So farbenfroh haben wir das Spiel bisher noch gar nicht gesehen. Das ist großartig. Ja, ich möchte auch noch was sagen zu der Armbrust von Amicia. Das ist der Skin aus dem Protector's Pack DLC. Ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, dass wir mit dem spielen. Und ich habe das seit der letzten Folge mal aktiviert, also diesen Skin aktiviert. Und jetzt haben wir hier erst einmal zwei Wege wohl. Gucken wir mal, wo der Linke uns hier hinführt. Vielleicht können wir ja irgendwas entdecken. Vielleicht können wir auch was einsammeln. Gehen wir zurück? Nein, wir dürfen nicht wieder auf die Söldner treffen. Alles klar, das ist wohl der Weg zurück. Gut, dann müssen wir wohl in die andere Richtung. Dann machen wir das. Gucken wir uns aber dabei hier ganz in Ruhe um und gucken, ob wir vielleicht etwas finden können. Wie kommen wir auf eine Insel? Mit dem Boot, wenn wir wissen, wo es ist. Meinst du, Mama wird böse sein? Sie wird nicht begeistert sein. Keine Sorge. Und glaubst du, diese Banditen folgen ihnen? Nein, sie sind nicht in Gefahr. Aber sie haben keine Waffen. Sie fliehen oder tauchen unter, Hugo. Ich glaube schon, dass Lukas und Beatrice klarkommen. Allerdings schon ein bisschen schade, dass die beiden jetzt erst einmal irgendwo sind und wir jetzt hier erstmal getrennte Wege gehen. Alles zurückgelassen, so heißt ja dieses Kapitel jetzt hier. Und das haben wir wohl wirklich. Und Lisa hat sich eindeutig für ihren kleinen Bruder entschieden und gegen ihre Mutter. Oh, sieh nur die Blumen. Ja. Na komm, du magst Blumen. Das ist ja atemberaubend. Malerisch. Es sieht aus wie ein Gemälde. Das ist großartig. Wunderschön.
Also mit so einer Farbenpracht hätte ich hier gar nicht gerechnet. Schauen wir uns mal hier auf der Wiese um, die vor uns liegt. Ich denke, hier muss es doch für uns irgendwas geben. Und hier sind haufenweise Insekten und Schmetterlinge. Gut, schauen wir uns hier wie gesagt mal um. Ganz in Ruhe, das sollten wir genießen, ein bisschen Ruhe zu haben. Da vorne ist ein schöner Baum. Großartige Szenerie, wie gesagt. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas finden können. Vielleicht können wir hier an dem kleinen Baum was finden. Vielleicht können wir eine Erinnerung oder so aufspüren. Oder irgendwas, das wir einsammeln können. Aber was, wenn ihr Boot sinkt? Öko, wissen Sie, wie man schwimmt? Ihm passiert nichts. Versprochen? Ja. Warte, siehst du den Baum? Ich bin bestimmt schneller dort als du. Jetzt? Warum? Weil du ein kleiner Angsthase bist. Bin ich nicht. Selber. Dann beweis es. 3, 2, 1. Hey! Du bist selber ein Angsthase. Hoffentlich blutet es nicht wieder. Ich gewinne. Halb so wild. Schon. Hast du dir wehgetan? Schön zu sehen, dass Amicia noch lachen kann. Großartig. Und Hugo hat uns wohl geschlagen. Er ist erst am Baum gewesen. Wir schauen uns mal ganz in Ruhe um. Er wird ja da wohl auf uns warten. Mal gucken, ob wir vielleicht für ihn eine Pflanze oder ähnliches finden können. Also streifen wir mal hier über die Wiese. Da drüben ist ein auffälliger Baum. Gehen wir mal darüber. Mal gucken, ob wir hier, wie gesagt, irgendwas finden können. Erholen wir uns ein bisschen von den Ereignissen, die hinter uns liegen. Und ja, genießen das hier einfach. Ah, hier scheint es aber für uns nichts zu geben. Aber wir haben mit einem kleinen Bachlauf hier. Und ich muss ja mal sagen, also die Detailfülle ist ja beeindruckend. Großartig. Also das sieht toll aus. Sehr schön. Faszinierend, was möglich ist teilweise. Und wie realistisch das hier aussieht. Ich glaube, wir sollten mal zu Hugo rübergehen. Mal gucken, er scheint sich damit irgendwas zu beschäftigen. Sitzt auf jeden Fall. Er hat sich hingehockt, so wie es aussieht. Oh, sieh mal! Hugo hat irgendwas gefunden. Was hat er da? Schauen wir mal. Das ist eine schöne Feder. Sie ist so weich und blau. Sie muss von dem Nest dort oben gefallen sein, siehst du? Oh, ja. Wir suchen nach weiteren Nestern. Da finden wir bestimmt mehr Federn. Ja. Bis dahin mache ich aus dir einen Vogel. Ein Rittervogel. Ah, apropos. Ich habe bei meinem Ausflug mit Lukas ein paar hübsche Blumen gefunden. Willst du sie? Ich glaube, ich mag lieber Federn. Oh, na gut. Das war ein tolles Rennen. Ja, war's. Du hast noch Schmerzen. Nein. Was am meisten schmerzt, ist, dass ich ein Angsthase bin. Aber ein lieber Angsthase. Das ist aber nett. Nächstes Mal lasse ich dich gewinnen. Oh nein. Nächstes Mal bist du dran. Wir haben jetzt gerade eben eine Feder gefunden. Eins der anderen Sammelobjekte. Neben den Blumen. Sehr hübsch, dass wir das finden konnten. Beziehungsweise, dass uns Hugo das hat finden lassen. So, schauen wir uns mal weiter um. Ich denke, wir müssen da drüben hin. Aber wir sollten uns hier auf der Wiese, denke ich, weiter umschauen. Vielleicht können wir noch etwas anderes finden. Aber folgen wir erstmal hier den Flusslauf. Frösche, schau, da drüben. Hallo, Fröschis. Na los, springt, springt. Sie haben starke Beine. Die hätte ich auch gerne. Nein. Die hat er doch eigentlich. Das war hübsch mit den Fröschen hier. Und jetzt sind sie weg. Und wie abgetaucht, sie sind nicht mehr zu sehen, einfach verschwunden. Nun gut, dann schauen wir uns mal da drüben noch um. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen, das wäre schade. Also gucken wir uns ganz in Ruhe um. Auf jeden Fall ist diese Wiese doch recht ausgedehnt, muss man hier mal sagen. Und hier scheint ein Weg lang zu führen. Ich denke, das ist der Weg, den wir eigentlich nehmen sollen. Nun gut, aber schauen wir uns mal hier drüben, wie gesagt, um. Gehen wir mal bis an die Ränder sozusagen.
Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas finden können oder ob das vergeblich ist. Hier ist nichts, obwohl das sieht aus wie eine Nische, wo was sein könnte. Hier hat man wohl vergessen, eine Truhe zu platzieren. Nun gut, schauen wir uns mal weiter um. Auf jeden Fall haben wir hier wunderschön Lavendel, würde ich sagen, über diese ganze Wiese verteilt. Hier kommt es aber irgendwie besonders gut zur Geltung. Hier ist irgendwas, denke ich. Ja, hier ist ein Beutel Stücke. Großartig, wir haben weitere Stücke gefunden. Ich denke, wir können dann bald wieder etwas bei unserer Ausrüstung verbessern. Schauen wir uns mal hier am Rand weiter um. Obwohl ich denke, jetzt haben wir ein Sammelobjekt gefunden und wir haben ein Beutel Stücke gefunden. Und wir hatten diese Erinnerung, naja, die Erinnerung für uns da unten mit den Fröschen. Ich weiß nicht, ob es hier noch etwas zu finden gibt. Oh, hörst du das? Was ist das? Gesang. Klingt nach einer Messe. Gibt es hier eine Kirche? Mal sehen. Okay. Hier scheint irgendwas in der Nähe zu sein, das wir uns anschauen sollten. Ja, ich denke, wir haben uns jetzt hier auf der Wiese ausreichend umgeschaut und sehr ausgiebig die Zeit uns vertrieben. Na dann schauen wir mal, da vorne ist etwas Rotes zu erkennen. Was ist das? Ein Markt! Nein, hier gibt es keine Stadt. Aber der Gesang kommt von dort. Vielleicht kennen Sie die Insel. Ja. Wir fragen Sie. Und jetzt erhalten wir gerade eine Questaktualisierung und wir sollen uns nach einem Weg zur Küste erkundigen. Und wir haben vor uns hier wohl eine Art Lager. Da unten hackt jemand Holz. Da sind Zelte zu erkennen und rote Tücher. Hier rechts scheint es für uns weiter zu gehen. Dann gehen wir mal runter und hoffen mal, dass die uns freundlich gesonnen sind und uns Auskunft gewähren, wie wir zur Küste kommen. Hier vorne sind ein paar Frauen mit Wäschewaschen beschäftigt. Dafür bietet sich natürlich dieser klare Bach auch an. Guten Tag. Kann ich etwas für euch tun? Hallo. Ja, wir haben uns wohl verlaufen. Warum singen die Leute? Oh, weil Messe ist. Wir sind auf Pilgerfahrt, also beten wir für eine erfolgreiche Reise. Oh, ihr seid auf dem Weg nach Rom. Ganz genau. Und ihr? Wo führt eure Reise hin? Auf eine Insel. Wir wissen nicht viel darüber. Unser Anführer Perö kennt die Umgebung gut. Er hilft euch sicher. Du findest ihn in der Nähe der Ruinen. Er liest die Messe, ruht ein wenig im Schatten. Ihr seht mitgenommen aus. Ja. Danke. Danke. Gern geschehen. Das war eine sehr freundliche Pilgerin. Also haben wir eine große Pilgeransammlung wohl gefunden hier. Und eine große Pilgergruppe, muss man wohl eher sagen. Warum gehen Sie nach Rom? Weil nächstes Jahr das Jubiläum ist. Ein besonderes Jahr. Lass uns diesen Perö suchen. Das machen wir. Und dabei schauen wir uns hier auch in diesem Pilgerlager einfach mal um. Das scheint ja doch recht ausgedehnt zu sein. Also genießen wir das mal, dass wir jetzt hier ein bisschen Frieden haben. Achtung, Kinder! Nicht so schnell! Das ist wirklich deutlich größer als gedacht. Hier sitzen sie alle um diesen großen Baum herum. Sehr hübsch gemacht hier mit den Tüchern. Hier sind Kräuter. Und da vorne ist auch wieder eine Gans. Das wird Hugo sicherlich gefallen. Hallo, Gans. Die Eltern haben sich gut. Ja, sie sind unerschütterlich. Ja, ihr Glaube ist stark. Wir hören dem, wenn es möglich ist, einfach auch ein bisschen zu und schauen uns hier ganz in Ruhe um. Das sind ja wundervolle Details. Und es ist wundervoll mittelalterlich in Szene gesetzt. Gucken wir uns mal um. Hier scheint es auch nach links zu gehen. Da will auch die Gans hin. Hallo. 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 Und die sind sehr freundlich hier. Das ist ja mal eine schöne Abwechslung. Ich habe das Gefühl, die Gans will uns irgendwo hinführen. Oder auch nicht. Aber hier scheint ein Weg zu sein. Gucken wir mal. Hier können wir auch wieder laufen. Was haben wir hier vorne? Oh, da, eine Schaukel. Oh, die zu Hause war immer kaputt. Setz dich, ich schubs dich an. Wirklich? Willst du nicht lieber? Nein, ich schubse dich an. Du bist müde. Hübsch, wir können uns jetzt hier auf die Schaukel setzen. Also los!
Verletz dich nicht. Schon gut. Schließ deine Augen und stell dir vor, du fliegst. Bekomme ich im nächsten Zuhause eine Schaukel? Am besten eine zwischen zwei Bäumen. Oh, ja. Apfelbäume. Hey, ich bin genug geflogen, glaube ich. Gehen wir zurück? Ja. Danke, vielmals. Das war erholsam. Ich will meine eigene haben. Erst die Insel, dann ein Zuhause. Und wir haben damit eine Erinnerung gefunden. Großartig. Sehr schön. Dann war das wohl der richtige Weg erst einmal. Na, dann schauen wir uns mal hier in dem Pilgerlager weiter um. Nach diesem Perö. Mal sehen, ob wir den finden können. Und wenn ja, wo? Und wir werden auch mal, ich denke, wir müssen da drüben hin. Da scheint ein Weg zu sein. Gehen wir aber dennoch mal hier im Kreis. Schauen wir uns ganz in Ruhe alles an. Uns sitzt ja keiner. Hier liegt auch eine aufgeschnittene Melone auf dem Tisch. Möge das Wetter so bleiben. Hier wird gebetet für besseres Wetter. Sehr gut. Riecht nach Eintopf. Gutes Näschen. Ich hab Hunger. Wie überraschend. Komm. Hier wird Eintopf gekocht und nebenan wird Fleisch gehackt. Meine armen Füße. Bin zu viel gelaufen. Wir können im Moment im Übrigen nicht rennen. Großartig. Schöne Details. Hallo. Oh, hallo. Hallo. Und die sind alle sehr freundlich. Oh, hier vor uns scheinen Ruinen zu sein. Ich glaube, hier wird die Messe abgehalten, von der wir jetzt eben schon erfahren hatten. Ich denke, hier werden wir diesen Perö finden. Da ist unsere Messe. Ist das da hinten Perö? Ja. Wartet, bis er fertig ist. Oh, Verzeihung. Wir warten hier. Vielen Dank. Mein Herr, ich suche deine Nähe. Beschütze diese demütigen Pilger, die sich in dunklen Zeiten nach Barmherzigkeit sehnen, auf ihrer heiligen Reise. Und empfange die Gebete der Bedürftigsten. Amen. 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 Ihr könnt jetzt zu ihm. Danke. Amen. Ha? Amen heißt nicht danke, weißt du? Ah, reden wir mit ihm. Na dann, reden wir mal mit diesem Perö und hoffen, dass er uns weiterhelfen kann. Hallo. Oh, hallo und willkommen. Ihr seid neu hier? Ja, und anscheinend haben wir uns etwas verlaufen. Und wohin wollt ihr? Ich schätze mal nicht nach Rom. Nein, wir suchen nach einer Insel. Sie hat zwei Zähne und da ist ein Vogel und ein See und da sind Blumen. Es ist wahrscheinlich eine Insel mit zwei großen Bergen. Man sagte, ihr könntet uns helfen. Aus dem Stand nicht, aber ich habe irgendwo eine Karte des Mittelmeers. Wollt ihr sie sehen? Ja, danke. Das wäre perfekt. Ihr Leute! Wartet hier. Wir suchen einen Jungen und ein Mädchen. Das Mädchen hat Soldaten getötet. Sie ist bewaffnet und gefährlich. Auf Geheiß von Graf Viktor von Arl durchsuchen wir dieses Lager. Ich erkenne einen schuldigen Blick. Aber was du auch getan hast, du bist immer noch ein Kind. Kommt mit mir. Wir müssen euch aus dem Lager schaffen. Folgt mir und bleibt unauffällig. Was ist hier los? Aus dem Weg! Zelte räumen! Sie suchen nach jemandem. Kooperiert und niemand wird verletzt. Bitte, tut uns nicht weh. Wir haben nichts getan. Wir sind fromm. Irgendwelche neuen Pilger? Eindringlinge? Hier kommen jeden Tag neue Leute an. Werden sie uns verraten? Nein, aber ich hoffe, ihr tut Buße. Ich versuch's. Wir alle müssen uns dem Urteil stellen. Langsam, da sind noch mehr. Zwei. Ein Mädchen und ein kleiner Junge. Ich bin mir nicht sicher. Wir sind so viele. Dann denk nach. Hey, vorsichtig! Zurück! Nein. Ärger. Versteckt euch unter dem Karren. Ich kümmere mich um sie. Komm, Amicia. Ich weiß. Entschuldigung.
Entschuldigung. Ja, was ist? Habt ihr die Gruppe dort schon überprüft? Einige haben sich erst vor kurzem angeschlossen. Sie sehen zwar nicht verdächtig aus, aber wer weiß. Besser als nichts. Werfen wir einen Blick drauf. Ihr habt ihn gehört. Aufpassen und Augen offen halten. Gute Idee. Gehen wir jetzt, Amicia? Noch nicht. Warte auf sein Zeichen. Mhm. Hey, ihr da. Ich? Wie lange seid ihr schon in diesem Pilgerzug? Der Weg ist frei. Kommt, ruhig. Gehen wir. Auf der anderen Seite des Pferdegeheges führt ein Pfad zum Meer. Habt unendlich Dank. Danke. Seid vorsichtig. Komm, wir müssen hier weg. Ich hoffe, die Soldaten tun ihnen nichts. Sie werden niemandem etwas tun, wenn sie uns nicht finden. Entfernen wir uns, soweit es geht. Ja, wir sollten wirklich von hier verschwinden. Und dieser Pyrrhul war ja deutlich hilfreicher als gedacht. Einige Leute haben gerade einen Jungen und ein Mädchen im Lager erblickt. Sucht sie! Oh nein! Schnell! Halt! Wir sind hier! Lauf, Hugo, geradeaus! Zu mir! Hör ich dich! Hier! Mich nicht an! Oh nein, Hugo! Amicia! Oh. Stern. Mein Kopf, wir müssen weg! Ja, ja. Mir ist schwindelig. Deine Hand! Du blutest wieder. Gott! Hinterher! Das Amicia! Ist gefährlich! Tötet sie sofort! Wir müssen weg! Ja! Wir müssen weiter! Wir sind den Soldaten erst einmal entkommen. Das waren wieder die Männer von Arno. Jetzt sind wir ihnen in dieser Folge bereits zum zweiten Mal entkommen. Und dieser Pyrrhul war ja eben deutlich hilfreicher als gedacht. Er hat uns hoffentlich wirklich jetzt hier den Weg in Richtung Küste gewiesen. Und er hat uns, ohne eigentlich eine Gegenleistung dafür zu verlangen, vor den Soldaten gerettet. Für heute soll es das erst einmal gewesen sein. Wir werden unseren Weg in Richtung Küste zusammen mit Amicia und Hugo beim nächsten Mal fortsetzen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hier dann mit A Plague Tale Requiem weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.